Glöckchen. In der alten Oper in Himmelstür leben in einem großen, aber gemütlichen Raum im zweiten Stock alle Musikinstrumente zusammen und warten auf ihren Einsatz. Jeden Tag kommt ein Bote mit einer Liste vorbei und die ausgewählten Instrumente gehen zur Arbeit. Fast täglich werden das klangvolle Klavier, die feinen Violinen, die tratschenden Pratschen, die schicken Cellos, die pfiffigen Flöten, die tönenden Trompeten, die quirligen Querflöten, die ordentlichen Oboen, die fröhlichen Fagotte und die trampelnden Trommeln bestellt. Und auch die großzügigen Gitarren und die himmlische Harfe bekommen immer mal wieder ihren Auftritt. Nur das kleine Glöckchen darf nie mitkommen und wartet sehnsüchtig auf seinen Einsatz. Doch zur Weihnachtszeit ist es endlich soweit. Das Glöckchen wird aufgerufen. Endlich darf es mitspielen. Es ist sehr aufgeregt und hat ein bisschen Lampenfieber. Wenn der große Moment näher rückt, nimmt es all seinen Mut zusammen und konzentriert sich. Und ein sehr besonderes und wunderschönes ertönt. Dann wird dem Publikum ganz warm ums Herz. Was aber kaum jemand weiß, manchmal mogelt sich das kleine Glöckchen heimlich nachts nach draußen. Besonders gerne im Advent, wenn Weihnachten in der Luft liegt. Dann macht es auch ganz leise. Wenn du genau aufpasst, dann hörst du es vielleicht, wie es mit dem Christkind unterwegs ist, um die Geschenke unter den Christbaum zu legen.